Ich fange einfach mal an und möchte meine Zuschauer begrüßen und freue mich über die rege Teilnahme schon. Vielleicht kommen noch welche dazu. Und ich würde auch das Gespräch mitschneiden, wenn es euch für euch in Ordnung ist. Und wenn jemand was dagegen hat, soll er sich bitte melden und das mir mitteilen, dass ich das dann auch beachten kann. Und zu Beginn möchte ich natürlich meinen Ehrengast begrüßen, der Daniel Föst. Er ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und bau- und wohnungspolitischer Sprecher von der FDP-Bundestagsfraktion. Seit 2017 ist er Landesvorsitzender der FDP in Bayern. Er ist gewählter Generalsekretär der FDP und wirkt von 2013 bis 2017 aktiv am Erneuerungsprozess der Partei mit. Nach seiner Tätigkeit als Leiter Marketing und Kommunikation im Familienunternehmen seit 2006 mit einer Agentur zur Beratung mittelständischer Unternehmen im Bereich Strategie und Marketing selbstständig. Studiert hat Daniel im Möbeleinzelhandel BWL seit 1979. Ist in der Fränkischen Rhön eine Zeit und er ist 1979 in der Fränkischen Rhön geboren, verheiratet und hat zwei kleine Söhne. Ja, Stimmt das? ich bin 1976 geboren. Dann hat mir dein Herr Ich habe nie so einen Schmerz, ja. Lachenmeier das falsch mitgeteilt. Ich bitte um Was? Entschuldigung. Das Hat stand in der. er seinen Chef jünger gemacht? Okay, das gibt natürlich einen höheren Bonus. Ja. Wir haben uns auch im Vorfeld auf das Du geeinigt, weil wir Parteifreunde sind. Und ich möchte das Gespräch auch nutzen, dass wir auch mal über andere Themen sprechen, außer Corona. Und es geht halt hier heute um das Thema Bauen. Und sobald jemand eine Frage hat, kann er sich gern melden. Ich denke, wir sind eine kleine Gruppe. Wir können dann das Mikrofon einschalten oder im Chat eine Frage stellen. Und das soll einfach ein lockerer Austausch zu baulichen Themen sein. Und ich bin ja eigentlich jetzt der meiste hier bekannt. Ich würde trotzdem kurz noch schon von mir erzählen. Ich habe seit 2000 ein eigenes Architekturbüro mit Hausverwaltung, habe auch zwei Kinder, 15 und 18. Die studieren von zu Hause aus und haben auch natürlich jetzt Moodle-Unterricht, also Fernunterricht. Mein Mann ist Zahnarzt und ist auch selbstständig und bevor ich studiert habe, habe ich die Fachhochschulreife gemacht und in der Abendschule während meiner Tätigkeit als Bauzeichnerin habe ich die Schule besucht. Die Lehre als Bekleidungsnäherin ist vorangegangen und die hat mich einfach unterfordert. Und wie gesagt, zuerst war ich in der Realschule. Und ich kenne jetzt auch die Seite von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Also deswegen denke ich, bin ich da auch eine gute Kandidatin für den Landtag. Und die neue Herausforderung, die wir jetzt gerade haben, auch mit den Gesprächen mit den Bürgern, ist, dass wir jetzt keine Live-Veranstaltungen machen können. Deswegen müssen wir uns auch noch üben in Meetings mit PC, Handy und Laptop und wie auch immer. Und so auch unser heutiges Treffen. Ein Vorteil hat es aber auch, habe ich mir gesagt, wir müssten jetzt alle ins Auto sitzen, in die Bahn oder ins Flugzeug. Jetzt wie zum Beispiel bei dir, da hättest du ja eine weite Anreise. So haben wir auch mal ein Vorteil für Corona, wo wir jetzt uns in der Digitalisierung vorankommen, also auch ein weiterer Vorteil. Die Formate sind, denke ich, für uns alle noch relativ neu und wir haben ja auch da wirklich alle damit zu tun, uns da einzufinden. In Hinsicht auf Corona haben wir auch jetzt natürlich neues Know-how, das wir alle zur Verfügung stellen müssen. Also das heißt die Anbindung an die Digitalisierung. Und das heißt dann nicht jetzt auch in Bezug auf unsere Bauthemen. Wir haben andere Räumlichkeiten, die wir als Architekten planen müssen. Wir brauchen mehr Platz zu Hause. Und die Büroräumlichkeiten im Geschäft sind dann oft vielleicht auch weniger benutzt. Also da haben wir vielleicht irgendwann später auch leerstehende Räumlichkeit. Aber momentan ist es doch so, das sehe ich auch bei meinen Entwürfen, die Bauherren brauchen jetzt eigene Büroräumlichkeiten, weil Mann und Frau im Homeoffice sind und dann noch die Kinder haben. Und die brauchen bei mir auch ein eigenes Zimmer. So haben wir auch hier umgearbeitet. Und deshalb meine erste Frage an dich, Daniel, wie können wir mehr Wohnraum schaffen? Vor allem jetzt hier im ländlichen Raum ist ein Mangel an Bauplätze und wie können wir das Ziel schneller erreichen? Ja, das ist natürlich das ist jetzt eine Frage, die würde einladen zu einem einstündigen Stegreif-Referat. Aber erstmal vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich sehr.
Ich wäre auch gern zu euch nach Baden-Württemberg fahren. Zugegebenermaßen, auch wenn ich Bayer bin, ich bin gar nicht so oft in Baden-Württemberg. Wir haben letztes Jahr, ich hab letztes Jahr mit meiner, vorletztes Jahr, Entschuldigung, 2019 mit meiner Frau im Schwarzwald Urlaub gemacht. Das war sehr schön. Aber ansonsten bin ich eher selten bei euch. Ja, ich glaube, die Frage nach mehr Wohnraum oder sagen wir mal, die Frage nach bezahlbarem Wohnraum ist die soziale Frage derzeit. Ich meine mal, Corona außen vor gelassen, die Wohnkosten, die steigen fast überall. Es gibt so gut wie kein Gebiet oder zumindest kein urbanes Gebiet, das nicht Probleme hat mit steigenden Wohnkosten. Das ist natürlich hauptsächlich getrieben durch den fehlenden Wohnraum. Um es mal kurz auf den einen Nenner zu bringen, es fehlen in Deutschland circa 1,5 Millionen Wohnungen dort, wo die Menschen wohnen wollen. Will jetzt nicht abfällig werden, aber in der mecklenburgischen Seenplatte gäbe es eine Menge Wohnraum, aber irgendwie scheint das nicht so attraktiv zu sein. Deswegen gibt es mehrere Strategien, um den Wohnraummangel zu bekämpfen. Ich würde jetzt einfach mal die großen Linien, ich weiß nicht, wie tief wir jetzt gleich Deep Dive machen, aber mal die vier großen Linien, um den Wohnraummangel zu beheben und damit die Wohnkosten zu senken. Und dann können wir gerne noch einen packen. Also wir müssen mehr bauen, uns fehlt Wohnraum, wir müssen schneller bauen, wir bauen viel zu langsam. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch in Baden-Württemberg ist, aber in München, größeres Projekt, die Planung beginnt 5 Jahre vor Fertigstellung. Und das ist halt, also, aber da kannst du, also bei dem großen Projekt, wenn du sagst, okay, du hast 200 Wohneinheiten oder so, da kann man einfach nicht schnell reagieren. Also mehr bauen, schneller bauen, bitte. Darf ich da kurz was dazu sagen? Also bei Bitte, uns in immer. Baden-Württemberg ist es genauso. Ich plane seit 1,5 Jahren eine Pizzeria und die Vorgaben von den Bauämtern wird immer enorm größer. Am Schluss habe ich jetzt mal gesagt, dass man nicht noch nachweisen müsse, wie die Würmer von West nach Ost kriechen. Ist jetzt wirklich das Letzte, wo mir noch fehlt. Und die Vorgaben von dem Bebauungsplan, von Schallschutz bis alle möglichen Variationen. Brandschutz, das sind dann noch die übliche Sache, aber wir haben so viele Vorgaben und auch Begrünung und das Grundstück ist relativ klein und es kommen immer mehr Forderungen dazu, wie die Abluft geführt wird, wo die Pizzaschachteln gelagert werden, wo sie befüllt werden, wo der Salat gewaschen wird, wie die Mitarbeiter sich umziehen können, dass der Raum 2,50 Meter Minimum Höhe hat, dass die Stufen nicht gewendet sein dürfen, die in den Keller gehen, sondern nur gerade. Also wir haben so immense Vorgaben. An den Türgriffen müssen gewisse Abstände zu den Wänden sein, ins Behinderter-WC, dass der Bauherr gesagt hat, also Bewirtung ist für mich jetzt schon tabu. Bewirtung kommt, wird gleich erledigt. Ich mache weiterhin meinen Pizza-Abholservice. Und es kommt hinzu, seine Räumlichkeiten sind gekündigt. Und es ist unglaublich. Also ich habe mal für eine Garage, glaube ich, 3 oder 4 Jahre gebraucht, weil das Bauamt das einfach liegen gelassen hat. Bei der Pizzeria sind wir bei 1,5 Jahre. Ich hatte schon mal eine Gaststätte mit Ferienwohnungen. Da waren es 2,5 bis 3 Jahre, nur bis wir anfangen konnten zu bauen. Ja, also wir haben uns da teilweise wirklich verrannt. Deswegen ist es auch eine, also wir haben, die FDP-Bundestagsfraktion hat mal einen 10-Punkte-Plan aufgestellt, wo man jetzt mal schnell, also die Sachen, die jetzt schnell wirksam wären und nicht viel kosten würden, um mehr zu bauen. Und da ist die Entbürokratisierung und die Digitalisierung des gesamten Genehmigungsprozesses. Das ist einfach ein extremer Geschwindigkeitsgewinn. Ich war vor 2 Jahren in Japan. Weil Japan zum Beispiel bei der Digitalisierung der Bauplanung und der Baugenehmigung weit vorne ist. Wenn ich ein komplett digitales Antragsverfahren habe, kann ich die ersten Prüfungen automatisiert drüber laufen lassen. Das ist ein Algorithmus, der die Daten prüft und die, also die wirklich die offensichtlichsten Fehler gleich anmarkert oder einfach sagt, der Fehler ist, der Plan ist, soweit wir der Computer das prüfen kann, fehlerfrei, jetzt muss ein Mensch nochmal draufschauen. Die haben ihre Kapazität im Bauamt durch dieses Verfahren um 60% erhöht. Das muss es immer geben, 60%. Und das wäre für Deutschland schon ein wahnsinniger Geschwindigkeitsboost. Wir verlieren uns auch echt massiv in den ganzen Gutachten. Ich habe viel für Einzelhandelsunternehmen auch gearbeitet, im Möbelhandel. Ich bin übrigens, das haben wir gemeinsam, ich habe erste Lehre gemacht und dann studiert. Ich habe Hab's gesehen, ja. Einzelhandelskaufmann gelernt. Und dann habe ich BWL studiert. Und dann habe ich im Möbelhandel viel gearbeitet. Und dann haben wir eine Immobilie übernommen. Die mussten wir kernsanieren. Dann ging es natürlich dann auch um die ganzen Gutachten, die man erstellt. Und dann kam der Fledermausgutachter.
Und das ist ja okay, ja, dann soll er halt nach Fledermaus suchen. Das ist ja okay, dann geht er durchs ganze Gelände und also wir kriechen da wirklich so in jede Ecke und in jeden Dachboden. Das war eigentlich ganz spannend. Und es war keine Fledermaus zu sehen, kein Fledermauskot, keine Fledermaushöhle, keine Fledermaus. Als Immobilienentwickler denkt man sich zum Glück, und dann gehen wir mit dem Gutachter auf dem Parkplatz zu seinem Auto. Dann bückt er sich in der Nähe seines Autos, hebt irgendwas vom Parkplatz auf und sagt so: Oh, Herr Fürst, das könnte Fledermauscode sein. Wir müssen noch mal genauer prüfen. Da haben wir eine sich selbst beschäftigende Branche entwickelt. Also der hat sich dann selber aufgelegt, ein tieferes Gutachten zu machen, weil er irgendeinen Krümel vom Boden aufgehoben hat. Also der Bauherr hätte natürlich widersprechen können und nächsten Gutachter ranholen können, wäre auch ein Schritt weiter gewesen. Also wir müssen aufpassen, dass wir das auf der Ebene nicht übertreiben. Aber wenn uns gelingt, mehr zu bauen und schneller zu bauen, wir müssen aber auch noch günstiger bauen. Das ist eine dritte Säule. Weil was wir in Deutschland natürlich auch haben, wir haben in vielen Bereichen einen sehr, 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 sehr hohen Standard erreicht. Wenn man sich die europäischen Nachbarn anschaut, Österreicher, Polen oder auch die nordeuropäischen Länder, die bauen deutlich günstiger als Deutschland. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass sie nicht viel schlechter bauen. Deswegen brauchen wir einen Baukosten-TÜV. Wir müssen mal durch die ganzen DIN-Vorgaben durchforsten. Ich meine, ein Beispiel, was ich meine, was den Bauern sehr verteuert. Also ich bin schon ein Brocken. Ja? Ich bringe ordentlich was auf die Waage. Und wenn ich bodentiefe Fenster habe, sind die derart bruchsicher, dass ein Mensch mit meinem Volumen aus 50 Meter Anlauf mit voller Kanne gegen dieses Fenster rennen können muss, ohne dass es bricht. Da frage ich mich, wie viele Menschen mit meinem Volumen machen das mit 50 Meter Anlauf? Das ist alles gut gemeint, aber muss es zum Mindeststandard werden? Da bin ich der Meinung, nee, da müssen wir mal rein. Also gibt es sehr viele solche Normen, die Lichtbogenschalter, die habt ihr vielleicht mal gehört, die sind auch so ein Ding. Es gibt viele Normen, wo man sagt, das ist eigentlich Goldstandard, was wir als Mindeststandard verbauen. Da könnten wir uns eher an den europäischen Nachbarn orientieren. Vierte Säule, ich unterbreche mich jederzeit, ne? Wir sind ja hier zum Diskutieren. Vierte Säule, Entschuldigung, die dritte Säule. Mehr bauen, schneller bauen, günstiger bauen. Die vierte Säule in dem Fall ist den ländlichen Raum nicht ausbluten lassen. Und da sind wir wieder bei dem, was du vorhin angesprochen hast. Wir ignorieren oder die Politik ignoriert den ländlichen Raum und treibt die Menschen fast in die Städte. Und da rede ich jetzt nicht davon, der Ortskern muss schöner werden und wir pflanzen da eine Blühwiese, sondern da geht es wirklich um handfeste Sachen an Lebensqualität. Sorry, wenn ich jetzt Bayern als Referenz rannehme. Also wir verlieren die Landärzte. Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum fängt an zu kippen. Ich komme aus dem Rhön-Grabfeld-Kreis, so Hessen, Thüringen, Bayern, der letzte Zipfel in Bayern. Da gab es immer zwei Gymnasien. Seit 10 Jahren heißt das Gymnasium in Mellrichstadt wird geschlossen. Das Rhön-Gymnasium auf dich war und das bleibt, das ist das gute Gymnasium. Aber seit 10 Jahren wird darüber geredet, dass das zweite Gymnasium geschlossen wird. Es gibt noch weniger Internetanbindungen, als wir in den großen Städten haben. Arbeitsplätze fehlen und dann hast du so eine Spirale und treibst die Leute in die Städte. Deswegen, um die Eingangsfrage werblich zu beantworten, wie schaffen wir Wohnraum, wir schaffen günstigen Wohnraum, mehr bauen, schneller bauen, günstiger bauen und den ländlichen Raum nicht ausbluten lassen. Das ist übrigens auch eine Frage des öffentlichen Personennahverkehrs. Wir hatten es ja vorhin schon. Ihr habt ja wenigstens noch eine Anbindung nach Stuttgart rein. Der Großraum München, das sieht ganz dünn aus. Da hast du 1, 2, 3 S-Bahn-Arme raus und an diesen S-Bahn-Armen ist das Wohnen extrem teuer und dann hast du dazwischen Niemandsland. Da ist auch so ein Punkt, okay, das musst du halt entwickeln. Da musst du den öffentlichen Personennahverkehr größer denken. Also gibt es viele, 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 viele Ansatzpunkte, wie wir dieses Problem angehen sollten, angehen müssten. Ja, da kann ich das also nur ergänzen. Also bei uns ist es auch so, im ländlichen Raum hätten wir noch Bedarf oder könnten wir noch den Bedarf anbieten. Aber da kommen die Gemeinden oft nicht in die Pötte mit der Bebauungspläne. Die sind uralt im ländlichen Raum. Also die sind von 1960, wo man Geschosshöhe hatte von 2,30 m. Heute haben wir das schon bald in der Türe an der Höhe. Dann haben wir Fußbodenaufbau von 5 cm früher gehabt. Heute haben wir 15 cm.
Also ich habe immer mit Bebauungsplänen zu kämpfen, wo man wirklich geknüppelt wird und es muss schneller gehen und die Baubehörde müsse da einfach entweder da freier in der Beurteilung werden können oder die Bebauungspläne müsse up to date gemacht werden. Sie müssen auch digital gestellt werden. Ist genau das Thema, wo ich kenne, das schneller. Wir müssen zügiger, weil wir brauchen jetzt den Wohnraum. Wer weiß, wann, na, später haben wir vielleicht zu viel wieder Wohnraum. Aber jetzt ist der Mangel da. Und auch genau die Bürokratisierung, was ich schon angesprochen habe, mit den vielen Vorgaben. Wir haben zum Beispiel einen Waldkindergarten gebaut. Das war ein ganz tolles Projekt. Man wollte eigentlich nur eine Schutzhütte. Die hatten einen Bauwagen mit einem Gasofen oder mit einem Holzofen. Ganz banal. Das war genehmigt und es lief auch gut, aber es ist einfach in die Jahre gekommen, der Bauwagen, und es ist halt von der Hygiene, von allem fast gar nicht mehr tragbar gewesen. Und dann wollten wir einfach im Wald den Bauwagen in eine einfache Holzhütte ersetzen. Und selbst das war ein solches Problem. Und wir hatten nur Glück, dass die Gemeinde bereit war, im alten Bebauungsplan für den, wie sagt man, zu den Bauhöfe, von dem Bauhof war das ein Grundstück, das geplant war an der Waldgrenze, und die Okay. haben das dann zur Verfügung gestellt. Sonst hätten wir gar nicht bauen können, weil man ja im Außenbereich nicht bauen darf. Ohne Bebauungsplan schon zweimal nicht. Also es wurde eigentlich vorher immer abgesagt, und dann haben wir ein ganz einfacher Kasten gebaut. Und dann kam die Auflage, wie im Kindergarten üblich, alles bruchsicher. Der Holzofen ging nimmer. Das ist zu viel, zu gefährlich. Den haben wir dann noch durchgekriegt. Dann muss man auch das bruchsichere Glas machen, das VSG. Und da habe ich gesagt, wo sind wir denn jetzt? Im Bauwagen hatten wir gar nichts. In der Natur können wir uns am Stein aufschneiden, da können wir in die Landschaft kacken, Entschuldigung. Und da musste man noch ein Behinderter-WC einbauen. Als Ich echt. bin ja wirklich dafür, dass man diese Gruppe auch berücksichtige. Aber der Verein hat gesagt, wir können einfach kein behindertes Kind aufnehmen, weil das geht nicht, weil im Wald sind wir einfach nicht barrierefrei, und deshalb ist für uns ein Behinderter-WC unmöglich. Also wir haben uns da im Kreise gedreht, und es ist immer, 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 immer höher, und also mehr Anforderungen kommen, die wirklich Nonsens waren. Am Schluss haben wir dann die Gläser getauscht, also beziehungsweise so eine VSG-Folie dazu gekauft. Und dann, wo ich jetzt mal das Projekt besucht habe, war es so, dass der Holzofen ja drin stand, aber die Kinder, da gab es keine Vorgabe, dass die nicht an den Ofen hin durften. Die konnten sich alle die Finger verbrennen. Dann haben die Erzieherin selber drumherum ein Gitter gestellt. Also da gab es dann überhaupt keine Ja. Vorschrift. Aber da würde auch nichts passieren, weil wenn man weiß, als Kind, es ist heiß, und das haben meine Kinder schon klein beibracht, dann bleibt man auf Abstand. Und ich finde, wir müssen auch noch ein bisschen die natürlichen Instinkte be betrachten. Also das Ich zu dem habe Thema an der Bürokratisierung. Stelle, ich will jetzt gar keine große Debatte lostreten, aber ich habe vorgestern einen Artikel gelesen. Der ADAC hat mal eine Studie rausgebracht. Das ist jetzt wahrscheinlich politisch unkorrekt, was ich sage. Ja, da könnt ihr mich dann dafür schimpfen und ärgern und wegjagen. Aber der ADAC hat wohl mal eine Studie rausgebracht, die besagt hat, dass Kinder ohne Sturzhelm weniger oft auf den Kopf fallen. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen schon, also ja, okay, das ist jetzt ein abwegiges Gleis, auf das ich vielleicht abbiege. Aber wir müssen schon aufpassen. Bin da voll bei dir. Zum Leben gehört ein gewisses Risiko. Es gibt nicht 100% Sicherheit. Und wenn wir noch 10.000 neue Regeln und Normen einführen, es gibt nicht 100% Sicherheit. Was wir derzeit machen, ist, ihr kennt das ja mit den abnehmenden Grenznutzen. Also je mehr ich was von einem mache, desto geringer ist der zunehmende Nutzen. Was wir machen, wir überreizen das beim Thema Sicherheit und auch, um es mal zu sagen, bei den Umweltgutachten überreizen wir das so, dass wir kaum noch Grenznutzen haben, also kaum noch zusätzlichen Nutzen, aber extrem viele, extrem hohe Kosten. Deswegen ist eine Forderung der Freien Demokraten, dass wir mal einen Bürokratie-TÜV einführen, dass wir bei jeder, nicht nur bei jedem Gesetz, also gerade beim Bauen und Wohnen, hat man ja ungefähr 20.000 Normen, Regeln, Gesetze, Vorschriften. Davon sind circa 3.000 Gesetze, also der allergrößte Teil, 17.000 von diesen 20.000, sind Normen, Vorschriften, Regeln und nicht Gesetze. Und wir sagen, wir brauchen Bürokratie-TÜV, der bei jeder Norm, bei jedem Gesetz, bei jeder neuen Vorgabe sagt, was kostet es, was bringt es. Und erst wenn das irgendwo im Verhältnis ist, darf diese Norm kommen. Und
von dort könnten wir jetzt abbiegen zum Gutachterwesen, zum Normungswesen. Da verselbstständigt sich auch sehr viel. Also auch dieses Gutachten gegen Gutachten und dann doch Jurist, das wird teuer und es verzögert. Und diese empfohlene Stand der Technik, mal Hand aufs Herz, du bist Architektin. Eigentlich ist das ja eher der Stand der Technik, den du verbauen musst, weil ja sonst irgendwann, wenn was passiert, der Anwalt kommt und sagt, warum hast du nicht den besten Stand da verbaut? Also wir haben da Systeme geschaffen, die sich selber verstärken und uns im Weg stehen. Und die müssen wir mal zerschlagen. Also ich rede jetzt nicht von einer kleinen Lösung, sondern von einem Paradigmenwechsel bei der Art und Weise, wie wir das machen. Ja, das ist ja so, wie du vorher gesagt hast, dass wir auch so viel wollen. Also ich denke wahrscheinlich ist vielleicht, wenn man so ein bisschen weiterfasst, auch Corona mal uns wieder ein Zeichen zu sagen, dass wir mal auf die Basis zurückgehen von vielen Dingen. Das kann man jetzt sehen, wie man es will, aber es ist einfach so, auch im Bau erlebe ich das. Wo ich angefangen habe, vor 20 Jahren selbstständig zu machen und vor 30, 32 Jahren habe ich schon im Architekturbüro gearbeitet, wenn ich das vergleiche. Früher ist mein Chef ins Baurechtsamt gegangen, hat einen Plan mitgenommen und hat dem Herr Erbe, hieß ja damals, das weiß ich noch ganz genau, hat gesagt, ach, gell, das bauen wir oder so, das geht in Ordnung. Dann hat er da guckt und passt es rein, geht in Ordnung. Heute ist so, da kommen die Leute auf mich zu, mein Nachbar will bauen, ich will da Einspruch erheben. Ich sage, ja, warum, was gibt's denn? Es ist ja heutzutage quasi üblich, dass man Einspruch erhebt. Dann sage ich, erstens mal hat es ja gar keinen Sinn, Einspruch zu erheben, weil nur gegen baurechtliche relevante Sachen kann man Einspruch erheben. Und nur was sinnig ist, wenn sie selber halt einen Schaden davon haben, so wie der Paul vorher gesagt hat, wenn jetzt wirklich meine Belichtung von meiner Räumlichkeit durch die Nachverdichtung zum Beispiel in Mitleidenschaft gezogen werde, dann finde ich, so ein Einspruch ist schon gerechtfertigt. Aber es ist so, ich sehe auch immer mehr den Fortschritt mit der Technik, mit allem. Wir haben kaum noch Wohnhäuser, die einfach normale Standard. Wenn ich sage, wir bauen einen Standard und der Bauherr kommt zu mir ins Büro und sagt, ich habe 500.000 Euro, wir bauen Standard. Spätestens, wenn man dann in der Ausbau kommen, fängt es an, ja, Klemmschutz in der Türe, Fliegegitter, gerundete Kante an der Fenster, ich will dunkle Fenster. Ja gut, aber wenn er's bezahlt, ist das seine Sache. Wir Ja, müssen aber nur es können aufpassen, dass sie mit dem. meistens nicht zahlen und es geht dann immer on Ja, dann top. kriegen. Ja, genau, aber dann kriegen sie es halt nicht. Also ich finde ihn, nee, aber ich finde, wir. Guck wir können ja gar nicht mehr richtig günstig bauen. Das Problem in Deutschland ist ja auch, angenommen, wir bauen jetzt mehr. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass man bei den heutigen Baukosten. Jetzt mal den Boden außen vor gelassen, mal den Boden außen vor. Das ist ein eigenes Thema für sich, da können wir nachher auch gerne noch drüber reden. Aber jetzt wirklich nur den Bau. Ich habe den Boden bezahlt und ich stelle da jetzt was drauf. Wenn sie das refinanzieren muss, in der durchschnittlichen Größenordnung, in der durchschnittlichen Fremdfinanzierung, kann man für die Miete kaum weniger als 9 Euro kalt nehmen. Das ist Fakt. Wenn ich heute was baue, muss ich, wenn ich den günstigsten Standard baue, in der Regel um die 9 Euro nehmen, damit sich es irgendwie refinanziert. Und 9 Euro, es ist schon Geld, ne? Das ist schon nicht Es ist, wenig. ja, das ist hier auf dem Land ein ganz großes Ja. Thema, weil manche Gemeinde jetzt da kommen und die Mietpreisbremse einführen. Das ist für uns eigentlich wirklich sehr schwierig auf dem Land. Und das ist, wie du das sagst, also wenn du dann noch einrechnest, dass du einen Mieterwechsel hast, dass du den ausschreiben musst, dass die Wohnung leer steht und dass du zwischendurch dann wieder dann sanieren musst, ist das einfach wirklich kaum möglich, also zu bauen. Also hier im Land sagt man, man baut nicht mehr um zu vermieten. Das ist gerade out. Ich meine, vielleicht will jetzt auch noch jemand von der Kandidatin was dazu sagen. Wir haben jetzt uns immer, wir unterhalten uns sehr intensiv und ich finde das Gespräch sehr, sehr interessant, da ja vom Bau bin und das meine täglichen Themen sind. Aber ich möchte auch noch mal die Kandidatin, die Zuhörer, nicht die Kandidatin, die Gäste, Entschuldigung, die Zuhörer ermuntern, einfach auch Fragen dazu zu stellen, weil wir haben ja jetzt auch den Daniel Föst als Bundestagsabgeordneter hier mit im Gespräch. Und wie gesagt, bitte einfach entweder Mordmeldung schreiben oder einfach mal das Mikrofon einschalten oder winke. Und Also gern auch über alle Themen. Also auch wer noch andere Fragen aus Berlin wissen will oder vielleicht aus Bayern oder was zum Söder. Ich steh gern zu allem Rede und Antwort. Aber ich muss noch mal kurz zu meinem Punkt zurückkommen. Weil wir so teuer bauen, müssen wir auch immer mehr subventionieren.
Und weil wir immer mehr subventionieren, geht uns irgendwann das Geld aus. Ich weiß nicht, ob ihr schon preisgedämpften Wohnungsbau machen müsst, da wo ihr seid. Also man hat ja den Sozialwohnungsbau bezuschusst, dann den preisgedämpften Wohnungsbau, der bezuschusst wird über den frei finanzierten Wohnungsbau. Und wir haben in München mittlerweile das Riesenproblem, dass wenn du baust, dann ein Drittel sozialer Wohnungsbau, also Auflage, ein Drittel sozialer Wohnungsbau ist okay, ja, kann ich mit leben, ein Drittel preisgedämpft und ein Drittel frei finanziert. Und dieses frei finanzierte, zum einen über Steuern und über die Quersubventionierung des gedämpften Wohnungsbaus, finanziert praktisch den Rest mit, was dazu führt, dass das obere Drittel extrem teuer wird. Und daher kommt dann auch die Geschichte, wir bauen ja nur noch Luxusimmobilien. Das ist halb richtig, weil du musst einfach wahnsinnig viel nehmen, weil von dem, was du am Markt frei verkaufst, die anderen beiden Teile mitfinanziert werden. Und das auch wieder so ein Punkt, ist alles gut gemeint, aber es löst nicht wirklich das Problem. Deswegen, wenn es uns gelingen würde, dass wir günstiger bauen, dass wir dann auch nicht für 9 Euro vermieten müssten, sondern vielleicht nur für 6, dann hätten wir einen Riesensprung gemacht. Aber dazu müssen wir digitalisieren, wir müssen schneller werden. Ich weiß, das ist bei Architekten ein ganz, ganz schlechtes Thema, aber ich kann auch Nee, Serien bei mir bauen. Ich nicht. will nur Serien bauen und modulares Bauen einwerfen. Das ist bei Architekten ungern gehört. Und Habe ich schon gemacht. ja, geil, geil. Wir haben in München Mitglied bei der FDP, der hat sich darauf spezialisiert, Schulen seriell aus Holz, aus Massivholzteilen zu bauen. Super spannende Projekte, geht super gut. Und es senkt die Kosten natürlich schon. Und, haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, hilft dem Klima. Der Gebäudesektor muss auch extrem liefern bei der CO2-Frage. Aber was ich nochmal sagen wollte, wir müssen an allen Schrauben drehen. Und da gehört auch die Digitalisierung dazu. Die Baubranche im Vergleich zu den anderen Branchen in Deutschland ist die am wenigsten digitalisierte Branche. Und das liegt nicht daran, dass du die Mörtelkelle natürlich nicht durch einen virtuellen Raum ersetzen kannst, das nicht. Aber in anderen Ländern sehen wir, dass auch alle Prozesse, alle Planungsschritte, auch Qualitätsmanagementvorgaben, die Fuhrparkplanung, das ist in Deutschland alles noch nicht digital im Großen stehen. Das ist, wenn du den Bauunternehmer anrufst, ich hoffe, dass jetzt keiner dabei, der sich angegriffen fühlt, wenn du Bauunternehmer anrufst, wo ist denn dein Laster? Dann schaut er auf den Hof, ob einer da ist. Und wenn keiner da ist, sagt er, weiß ich nicht. Das ist halt, also im Stand der Technik könnte man viel mehr machen, könnte man viel, viel mehr machen. Das würde Kosten sparen, Effizienzen erhöhen. Also mein Petitum, also wir müssen an allen Schrauben drehen. Dazu gehört auch die Digitalisierung, da gehört die Beschleunigung, dazu gehören unsere Standards. Wir müssen mit den Baukosten runter, weil wenn wir günstiger bauen, dann wohnen wir auch günstiger. Und das ist ja das, was uns wichtig ist. Darf ich, dann bin ich mit dem Monolog kurz fertig. Darf ich kurz erzählen, wie ich zur Bau- und Wohnungspolitik gekommen bin? Gern, gern. Ich komme eigentlich aus der Familienpolitik. Kein Witz. Ich bin eigentlich, als ich bei der FDP angefangen habe und mich zu engagieren, ich bin eigentlich so ein richtiger Familienpolitiker. Und ich bin im Bundestag der Bau- und Wohnungspolitische Sprecher, aber auch meine Zweitaufgabe im Familienausschuss. Ich habe irgendwann nicht mehr verstehen können, wie sich Familien in München Wohnraum leisten können. Ich rede gar nicht von Wohneigentum, aber wie jemand mit nicht so einem prallen Job bei einem Discounter oder frischer Beamter bei der Polizei, wie die sich mit Kindern in München Wohnraum leisten können. Jetzt sind die Kindergärten einigermaßen kostenfrei, aber früher waren sie es noch nicht. Also wie man sich mit Kindern in München das Leben leisten kann, habe ich nicht verstanden. Und so bin ich zur Bau- und Wohnungspolitik gekommen. Und das ist deswegen, ich bleibe dabei. Es ist so wichtig, dass wir mit den Wohnkosten runterkommen. Auf die Wege, die wir jetzt eingeschlagen haben, also die Regierung eingeschlagen haben, Bund, Land, Kommune, das wird nicht funktionieren. Da brauchen wir andere Hebel. Also ich muss nochmal schön aus meinem Nähkästchen plaudern, wie es bei uns gerade läuft. Ich würde gerne die ganze Bauanträge digital einreichen, weil nach der neuen Landesbauverordnung in Baden-Württemberg dürfen wir das. Und ich habe jetzt gleich, wo das raus, die neue Landesverordnung rausgekommen ist, das Baurechtsamt angerufen und gesagt, ich würde gerne die Pläne digital senden. Wie geht es in Ordnung? Ja, nein, Frau Nägel, Sie können die zwar schicken, aber wir müssen das alles ausdrucken und nochmal Mappe machen. Können Sie uns da nicht nochmal bitte 6 Mappe extra drucken? Aber das ist Wo es ich ja. das gehört habe, Ja. da bin ich in Ohnmacht gefallen.
Ich verstehe es nicht. Und dann habe ich eine Rückfrage gehabt neulich zum Planer. Hat er gesagt, ja, das ist schon im Keller in der Akte. Das haben wir ja genehmigt vor einem halben Jahr. Das ist irgendwo im Keller. Das muss er erstmal raus. Und dann sage ich, warte, ich schicke Ihnen die schön per E-Mail. Da können wir uns darüber unterhalten. Ich habe da eine Frage zu einer Tür, ob die nach außen oder innen aufgehen muss oder wie auch immer zum Flug. Ich weiß nicht mehr genau, um was es ging. Ja, das geht nicht, weil er muss seine Akte haben. Meine Akte geht nicht. Da habe ich gesagt, es muss es einfach nur der Verstand einschalten. Ich schicke Ihnen doch wirklich nochmal den Plan. Versuchen wir es doch an dem Plan mit der PDF. Also das, oder es war eine Dame sogar in dem Fall. Also, weil sie mich kannte, hat sie dann eine Ausnahme gemacht und hat dann so neutral geantwortet. Aber sie wisse ja, meine Aussage ist nicht sicher und so, weil sie hat jetzt ihren Originalplan nicht da. Aber wenn man das mal sieht, ich muss dann, ich schicke das ganz ehrlich gesagt, die Pläne nach Berlin per E-Mail, weil die da so schnell sind. Da gibt es eine Plotanstalt, die super günstig ist und am nächsten Tag liegen bei mir die Pläne im Büro. Und ich schicke schon die Sauber. Pläne direkt an den Unternehmer raus. Also das ist mir viel abgenommen. Wenn ich dann auf der Baustelle mit meinem Handy und mit meinem iPad gleich die Notizen im OneNote mache und gleich versende, dann kommen wieder die Bauherren in ihr Veto. Ja, sie wolle die Aktennotiz vorher nochmal sehen. Da sage ich, das, was ich hier Aktennotiz mache, das ist auf meinem Mist gewachsen und für das habe ich meine Verantwortung zu tragen. Ich schreibe die Aktennotiz im Sinne von euch und für euch. Aber ich lasse mir als Architekt nicht vorgeben, wie ich sie zu schreiben habe, weil ich muss meinen Kopf dafür hinhalten. Also da ist auch noch kaum Verständnis da. Und dann kommt es dann beim Unternehmer an. Der Unternehmer kann entweder ja A3 kann er ja schon gar nicht mehr drucken, nur A4 bei uns auf dem Land. EDV ist ja auch manchmal schwierig. Manche haben nur nicht einmal ein PDF-Programm. Die schicken ihre Angebote als Word-Dokument, wo ich dann immer sage, bitte mach der PDF, weil ich kann es ja sonst verändern oder wenn es weitergeben möchte. Also da ist noch alles total, wie du sagst, im Arge. Und dann denke ich immer, Mensch, jetzt ist eine kleine Änderung, dann muss ich wieder den großen Plan drucken. Wenn ich dann eine Handwerker-E-Mail schicke mit einem Planauszug, dann kommt es einfach nicht bei dem Handwerker vor Ort an. Dann ist es bei dessen Chef, der vor E-Mail sich gar nicht mehr auskennt, weil einfach auch zu viel einfach geschrieben wird. Weil man halt andere, ist ja Nachteil von der Digitalisierung, einfach alles postet und alles irgendwo weiterverteilt. Aber es kommt nicht an den Handwerker vor Ort an. Dann komme ich auf die Baustelle und sage, ja, ich habe doch gestern einen Plan geschickt, dass die Wand 20 cm weiter rechts sitzen muss. Ach so, ja, das wissen Sie nicht. Dann machen wir es halt wieder weg. Hilfe, Hilfe. So ist es auf dem Bau, wie du sagst, es ist alles noch Ja. sehr, sehr manuell. Ja. Und wenn ein Deswegen. neues Produkt rauskommt, tun sie sich die Leute noch schwerer. Da gab es neue so Mörtelpads und so weiter und da war ja auch Fortbildung und also es wird, nee, das ist auch, also die Handwerker tun sich sehr, sehr schwer mit vielen Sachen. Ich habe Ja. wenige Firmen, es gibt auch andere Beispiele, aber die sind gut organisiert. Aber auch mit der Rechnungsstellung, heute hatte ich wieder eine Rechnung auf dem Tisch, also die erste Abschlagszahlung nicht aufgeführt, nur die, und alle nur pauschal, also kein Inhalt, also es ist wirklich, wir sind Ja. wirklich hier noch mit der Schubkarre unterwegs. Ja, aber jetzt halt die Frage, was können wir machen, um das zu beschleunigen? Das ist eine Deswegen gute haben Frage. wir zum Beispiel, ja, weil das ist ja, nee, bin ja bei dir. Also die Probleme liegen auf dem Tisch, jetzt müssen wir was tun. Und So ist also es. wir haben, also wir, es gibt ja das Building Information Modeling, also das ist ja ein Teil der Digitalisierung der Baubranche. Und da wäre es ja schon mal sinnvoll, wenn der Staat als Bauherr, der baut ja recht viel. Zwar in erster Linie Tiefbau, aber auch eigentlich ein Hochbau, wenn der Staat als Bauherr da mal einfach beispielgebend wäre und BIM flächendeckend einsetzt. Wenn der Staat baut, soll er mit Building Information Modeling arbeiten, damit es einfach stärkeren Zugang zum Markt hat. Gleichzeitig legen wir ein KfW-Förderprogramm auf für kleinere Handwerke. Ich kann es ja verstehen, ey, wenn du, weißt du, wenn du dein ganzes Leben lang Maurermeister warst, solche Pranken hast, ja, und nee, aber ich kann es ja verstehen. Bevor ich eine Lehre gemacht habe im Möbeleinzelhandel, habe ich in der Schreinerei gearbeitet. Das macht ja Spaß. Ich kann ja verstehen, dass man da ja viel handwerklich macht. Deswegen brauchen wir ein KfW-Programm, das zumindest die finanziellen Hürden etwas senkt, dass die kleineren und mittleren Handwerksbetriebe da mitkommen. Und das ist natürlich dann der langfristige Teil, wir müssen in der Ausbildung ansetzen. Das wirft zwar erst Früchte in einigen Jahren, aber es hilft ja nichts. Wir müssen in der Handwerkerausbildung, in der Planerausbildung, in der Architektenausbildung, wir müssen in dem ganzen Ausbildungskonvolut, das mit Bauen zu tun hat, müssen wir schnellstmöglich große, nicht alibimäßige, nicht große digitale Blöcke mit eingliedern. Das fängt an, sich zu bewegen, aber das
entspricht so ein bisschen dem, wie halt gerade auch gearbeitet wird. Aber da müsste die Ausbildung mal vorne weggehen, weil wenn die jungen Leute dann in die Betriebe kommen und sagen, Mensch, boah, ich habe doch hier in der Berufsschule, da haben wir doch hier voll geil und so, und dann haben wir mit dem 3D-Pointer haben wir dann die Ritzen angeleuchtet, die wir klopfen mussten. Das war doch voll cool. Also jetzt mal sehr vereinfacht dargestellt, ja. Und jetzt drückst du mir das Papier in der Hand, Chef. Das, weißt du, also es fängt an, sich was zu ändern, wenn junge Leute nachkommen, die hungrig sind. Und deswegen bei diesen, also drei Sachen, der Staat Vorbild, wir brauchen ein Förderprogramm und wir müssen in die Ausbildung ran. Da kriegen wir, glaube ich, dann auch diese doch träge Branche ein bisschen gewälzt. Ich also in vielen Gesprächen auch mit den Verbänden, Handwerksverband etc., die wissen das schon, dass sie sich bewegen müssen, aber die wollen ein bisschen geschoben werden und sie wollen es vergoldet bekommen. Wenn es dann im Endeffekt dazu führt, dass wir günstigen Wohnraum kriegen, bin ich bereit, den Preis zu zahlen. Es hilft dann doch den Menschen, wenn man für 7 € den Quadratmeter, 8 € den Quadratmeter mieten kann und nicht wie bei euch in Stuttgart für 15 € oder bei uns in München für 20 €. Ja, es ist noch eins, was ich da ergänze bei der KfW. Also die ist mir ein bisschen ein Dorn im Auge. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss ich wirklich auch mal, Hochbürokratisch, ja, hochbürokratisch. hochbürokratisch. Und was ich als Architekt ganz arg bemängle, ist, dass wir bis vor 5 Jahren alle Förderanträge stellen durften, weil wir sind ja aus dem Fach. Und dann hat die KfW entschieden, die Architekten fallen da jetzt einfach mal raus. Und die Architekten dürfen jetzt nur noch so Einzelmaßnahmen, ganz einfache, banale Sachen wie eine Haustür oder sonst irgendwas oder Bad beantragen. Aber wir haben vielleicht 15 Dächer saniert mit KfW-Zuschüsse. Als Architekt habe ich die U-Wertberechnung gemacht und das alles eingereicht und für den Bauherr ausgefüllt. Ist ja eigentlich normal nicht ganz die Aufgabe vom Architekt, aber immer vorbereitet und eingereicht. Jetzt ist das ständig ändern sich die KfW-Förderbedingungen. Klar, es wird immer auch so viel Dämmung gefordert. Das ist auch noch ein Thema, was ich auch gerne ansprechen würde. Die Dämmmaßnahmen, wo da erforderlich sind, sind so immens, dass sie sich die Leute gar nicht mehr leisten können. Wir haben U-Werte, die sind jenseits von Gut und Böse. Und wir haben hier auf dem Land so viele Häuser, die haben gar keine Dachdämmung. Und dann verstehe ich nicht, dass zum Beispiel Häuser wenigstens einen Zuschuss kriegen oder wenigstens ihr Haus mit 15 cm, 20 cm dämmen können, weil der Bestand halt nur 16er Sparer gibt. Nein, ich muss mit 30 cm dämmen, weil ich muss ja den U-Wert von 0,3 einhalten oder 0,35. Und da finde ich, da geht viel, viel Energie kaputt. Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Ansatz, dass wir auch Ausnahmen kriegen, dass man dämmen dürfen, wo nicht unbedingt der NF oder dem GEG jetzt entspreche. Weil viele Häuslersbauer würde ihr Haus dämmen, aber wenn ich dann komplette Sparre aufreiben muss, also dass die Sparre dicker machen muss, dann geht es in so immense Summe, das können ältere Leute für ihr Haus sich einfach nicht leisten. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich sehr der Regierung ankreide, dass man da nicht eine Zwischenlösung noch einbaut für den Normalbürger, der sein Einfamilienhaus hat, jeden Tag zum Dachnausheiz. Das wird dann akzeptiert. Und wenn er was machen will, muss er wirklich dann so viel Geld in Hand nehmen, dass es gar nicht geht. Und wie gesagt, bei der KfW ist halt die Förderung ständig ändert die sich, und dass wir Architekten jetzt dann nicht mehr drin sind, ist auch sehr, sehr bedrückend. Ich habe jetzt einen Energieberater, und der Stadiger, der hat ja auch Energieberatung gemacht. Der ist aus der DNA-Liste auch wieder ausgestiegen, weil wir so viel Mitgliedsbeitrag zahlen müssen. Wir müssen 600 € Jahresbeitrag zahlen. Also ich finde, es ist schon auch viel von verlangt, dass wir dann noch die KfW bewerben. Also das sind. Ja, nee, absolut. Es ist schon Aufgabe des Bauherrn, es zu machen. Aber ja, ich bin da voll bei dir. Ich habe jetzt die KfW genannt, weil es, sag mal, die staatseigene Bank ist. Aber die KfW hat das gleiche Problem wie ungefähr alle Förderprogramme auf Bundesebene. Es ist hochbürokratisch, es ist extrem komplex und es ist bis auf den letzten Zentimeter geregelt. Und das gilt für die energetische Gebäudesanierung genauso wie für den Digitalpakt Schule. Was ein Skandal ist, was den Leuten gar nicht bewusst ist. So viel Geld, das der Bund zur Verfügung stellt, fließt einfach nicht ab.
fließt nicht ab. Das ist beim Glasfaserausbau, bei der Digitalpakt Schule, bei KfW-Darlehen. Man stellt da Luftbuchungen in den Raum, feiert sich, oh, wir haben 5 Milliarden Euro für die digitale Infrastruktur, aber hat dann ein Förderregime, dass dieses Geld nicht abfließt. Und im nächsten Jahr, also wir haben Digitalpakt Schule ist das krasseste Beispiel, da sind 800 Millionen von 5 Milliarden abgeflossen. Am nächsten Jahr kommen dann wieder 5 Milliarden rein. Das sind dann 4,2 Milliarden aus dem Vorjahr und 800 Millionen werden wieder neu. Und dann feiert man sich, dass man 10 Milliarden ausgegeben hat. Dabei sind es gerade mal 800 Millionen gewesen. Ich finde es ein Skandal. Ich habe das mal versucht, der Bild-Zeitung zu erklären, weil wir arbeiten mit Luftbuchungen in Berlin. Da macht sich keiner eine Vorstellung. Aber das ist so komplex und dann zucken die immer mit den Achseln. Und ja, das versteht ja keiner. Also wir müssen, wenn wir Geld ausgeben oder wenn wir davon überzeugt sind, wir müssen etwas bezuschussen, dann müssen wir dafür sorgen, dass das Geld abfließt. Alles andere ist Augenwischerei. Und da gibt es so viel zu tun in Berlin. Nochmal kurz zur energetischen Gebäudesanierung. Da ist genau das gleiche Problem. Da gewinnen übrigens Architekturbüros, die sich leisten können, Fachkräfte einzustellen, nur für diese Beantragung. Also es ist eine Wettbewerbsverzerrung. Ja, nein, das drängt die Gleichen aus dem Markt. Und die Großen können sich halt, weil er dann rund um die Uhr das macht und dann auch schneller ist und sich auskennt, haben einen Vorteil. Das ist ein Problem. Grundsätzlich haben wir auch bei der energetischen Gebäudesanierung seit 2016, seit der Novelle, bringt es einfach nichts mehr. Also es ist mittlerweile auch nachgewiesen, wir können darüber diskutieren, ob es vorher was gebracht hat, aber es ist nachgewiesen, dass mit der Novelle 2016 die Baukosten um 8% gestiegen sind, die CO2-Einsparung um 0,02%. 8% mehr ausgeben, also im Schnitt über alles und nur 0,02% mehr CO2 sparen. Das ist halt lächerlich, ja, das ist lächerlich. Wir verdummen volkswirtschaftlich Milliarden, ohne ein Ziel zu erreichen. Also Jetzt was? ein Satz noch, weil vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob wir das mal versuchen sollten. Es gibt im neuen Gebäudeenergiegesetz eine Experimentierklausel, die ermöglicht, mehr oder weniger mit KfW-Krediten ergebnisorientiert zu arbeiten. Also nicht das, was du jetzt machen musst, 30 Zentimeter da und so weiter und so fort, sondern ergebnisorientiert zu arbeiten. Vielleicht kann man mit dieser Experimentierklausel mal versuchen, durchzusetzen, abzuweichen, weil es ist ja besser, etwas zu dämmen, als gar nicht zu dämmen. Ich höre das wirklich öfters. Die Vorgaben sind so groß, dass man die Immobilie gar nicht in die Hand nimmt. Man würde es aber machen, wenn es einfacher wäre. Und ich weiß nicht, ich vermute mal, das wird nicht anerkannt, aber ich würde es mal versuchen über diese Experimentierklausel im Gebäudeenergiegesetz. Die ist eigentlich gedacht, dass man digitale Steuerungsmöglichkeiten verwendet für Heizung, dass man Quartiersansätze wählt, dass man wirklich mal ausprobiert, wie spart man denn CO2. Vielleicht könnte man versuchen, da auch bei der Dämmung mal reinzurutschen. Das wäre mal ein Versuch wert. Ich fände es gut. Also die Entschlagung der Gesetze, das ist wirklich fast das Erste, wo ich schon auch ansetzen würde, weil und die Vorgabe, weil als Architekt muss ich so vielseitig sein. Ich muss vom Entwurf, also künstlerisch sein, dann muss ich mich in der ganzen Landesbauordnung auskennen. Die sind ja in Deutschland nicht einmal einheitlich. Also da arbeitet man ja schon Jahrzehnte dran, dass man eine Bundesbauverordnung macht. Ihr habt 3 Meter Grenzabstand, mir 2,50 Meter. Ich habe in Bayern gebaut. Ich muss mich komplett einlesen. Bauvorschriften sind anders und die Bauvorlage, die man einreichen muss, sind auch nicht identisch. Bei euch gibt es keinen Vermessungsingenieur, was da muss es der Architekt noch machen. Und also das ist nur nicht einmal das ist, wir wollen EU und haben aber nicht einmal Deutschland interne gleiche Bauordnung. Also das ist echt zu bemängeln. Und ich bin froh, dass ich nicht am Rand von der Bundesländer arbeite. Das kann man sich nicht einmal vorstellen, dass man da auch nicht auf mal auf einen Konsens kommt. Und wir müssen so viele Gesetze abdecken, wie ich vorher schon am Anfang gesagt habe, Arbeitsstätte-Richtlinie, Landesbauordnung, Gebäudeenergiegesetz, Schallschutz, Flachdachrichtlinie, Abdichtungsrichtlinie
Und da bemängle ich auch, die Industrie gibt uns Architekten vor, was wir machen müssen. Das ist auch ein ganz großes Problem. Lobby, also ich sage mal G&H und ist für viele bekannt, Kunze und Hartmann oder Isover, die halt die ganze Dämmung herstellen. Wenn ich ein ökologisches Produkt nehme, weil ich gern ökologisch baue, ich nehme immer gern Zellulose als Dachdämmung oder Holzfasern. Die haben die gleiche Dämmeigenschaft in Realität wie eine Mineralwolle, werden aber, weil sie ökologisch sind, abgewertet. Also das ist für mich auch was ich überhaupt nicht verstehe. Das heißt, wir müssen nochmal ein paar Zentimeter mehr dämmen und draufpacken, dann wird es wieder schwerer, brauchen wir wieder schwerere Sparer. Also das verstehe ich gar nicht. Der Bau wird leider von der Industrie ganz extrem gelenkt. Das ist auch was ich wirklich ankreide. Das kann nicht sein, dass die Industrie uns vorgibt, wie wir bauen müsse. Aber das sind wir Aber übrigens bei mal dem, was. was zu sagen. Ja, Ja, gern. bitte, bitte. Ja, also ich bin von Beruf Ledertechniker und Abwassermeister, habe auch eine Elektrofachausbildung, habe auch im Bau und sowas Erfahrungen gemacht und ich möchte sagen, was die Elvira da sagt, ist absolut richtig. Es gehört erstmal der Dschungel aufgeräumt in Deutschland, der Gesetzesdschungel. Ich arbeite seit einigen Jahren an einem Projekt. Das ist eine Familiengeschichte. Hier hört noch jemand zu, der Paul Wien aus Großbottwar. Der weiß um die Sache Bescheid. Man darf in Deutschland, hat man ein Energiespargesetz und man will CO2 sparen, dann verhindert man aber Modernisierungen mit Gesetzen. Das ist ein solcher Dschungel. Und da gehört wirklich in Berlin angefangen. Man schmeißt in einer alten Fabrik Heizkosten raus, weil man das Gebäude erhalten will, weil man es warm halten will. Die Sachen sind alle nicht gedämmt. Man will es modernisieren. Dann kommt der Bürgermeister und überzeugt den Stadtrat davon, dass eine Veränderungssperre verhängt wird, weil es versäumt wurde, einen Bebauungsplan zu machen. Das hätte man schon vor 10 Jahren machen können. Und so wollen wir weiterkommen, so kommen wir nicht weiter. Ich wollte mich dann kundig machen, habe mich auf eine Fortbildung angemeldet im Frühjahr. Dann kam Corona, die Fortbildung ist im Sande verlaufen. Man kann sich nicht mal informieren und wenn man sich informiert hat, ist alles schon wieder anders. Also da gehört grundsätzlich dran gearbeitet. Und was die Frau Nägele gesagt hat zu der Industrie, also es ist ja so, dass die Verbände, zum Beispiel der VDE, der Verband der Elektroindustrie, der macht seine Vorgaben und dann wird vom Gesetzgeber in Berlin beschlossen, dass im Gesetz aufgenommen wird, es muss nach den Richtlinien dieses Verbands gearbeitet werden. Und da ist Lobbyismus und das hat mit Demokratie überhaupt gar nichts mehr zu tun. Darf ich da direkt einhaken? Das ist nämlich genau das Problem, was ich vorhin meinte. Wir müssen in diesen Normen, in diesen Normenwesen eingreifen. Das hat sich extrem verselbstständigt. Ich bin da, also gerade was Sie schildern, das ist einer der Kernprobleme, warum wir zu teuer bauen. Das ist diese Normungsverbände sind dominiert durch die Industrie. Da sind zwar auch von kleinen Unternehmen und von Verbänden auch Fachleute drin, aber das ist so komplex. Da sitzt ehrenamtlich dann der Klempnermeister drin, der ist einfach, der sitzt dann vier hochbezahlten Wissenschaftlern und Industriefachleuten gegenüber. Die haben da keine Chance. Dieses ganze Normungswesen, da müssen wir wirklich ran. Da haben wir jetzt auch im Bundestag nochmal zumindest einen Forschungsauftrag auf den Weg gebracht, weil uns fehlt noch. Ganz ehrlich, die Idee, wie wir das durchschlagen, weil der DIN e.V., der da viel macht, oder auch der VDE, das sind eingetragene Vereine, die sind eigentlich in der Selbstverwaltung, was wir ja irgendwie gut finden, ja? Aber das hat sich leider, ist dieses System pervertiert worden. Also, ja, aber nee, aber es ist doch so, das System ist ja pervertiert und dann müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir das wieder hinkriegen, aber da sind wir dran, weil das ist einer, das, was Sie beschrieben haben, ist einer der Hauptprobleme, warum wir zu teuer bauen. Ja, gerade die DIN, das ist so, wenn ich meinem Bauherr erkläre, dass eine DIN kein Gesetz ist und die DIN eigentlich nicht einmal einhalten müssten, das versteht ein Bauherr immer nicht. Und es ist auch so,
Dies wird es so unterschiedlich ausgelegt. Mhm. Die eine Firma sagt, die Abdichtung muss 15 cm hochgezogen werden, die nächste sagt 10 cm, und dann kommen die Schlemme über das und so weiter und so fort. Also das widerspricht sich. Und jeder Hersteller meint es zu toppen. Also gerade jede Dachdichtungsbahn, also gerade in Abdichtung und Dämmungen, und das ist brutal. Also gerade erdberührte Bereiche und so weiter. Und das macht das Bauen so teuer. Und wenn ich da zu den Handwerkern komme und sage, so ist die Vorgabe, ihr müsst es einhalten, die Abdichtung so weit hochziehen, ihr habt es falsch gemacht, zu nieder, der zementäre Abdichtung fehlt oder sonst irgendwas, dann sage ich, die haben wir doch noch nie gemacht, Frau Neigen. Ich sage, ja, das steht aber da drin, das müsst ihr machen und so weiter. Und dann kommt der Bauherr und sagt, ha, wenn der Unternehmer sagt, das haben sie noch nie gemacht, warum will ich das jetzt verlangen? Dann sage ich, ja, ich arbeite halt nach Recht und Ordnung. Ja, aber das heißt ja, es das heißt ja auch so, als Architekt, als Bauunternehmer stehst du immer mit einem Fuß, ja, im Knast, ist wieder hart formuliert, aber also Das ist wirklich korrekt. Und da kann ich manchmal auch nicht schlafen. man blickt halt auch nicht mehr durch. 20.000 Normen, Regeln, Vorschriften. Und von diesen 20.000 Normen, Regeln, Vorschriften, Gesetze sind nur 3.000 Gesetze. 17.000 sind eben solche Normen, Regeln und so weiter und so fort. Also da müssen wir ran. Also da wirklich, das ist ein großes Problem. Das haben wir mal der Presse gesagt. Das war sehr witzig. Ich hab mit Hagen Reinhold, weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der macht mit mir die Baupolitik der Bundestagsfraktion. Und da haben der Hagen und ich als FDP-Baupolitiker haben wir dann eben auch den Medien gesagt, ja, also das mit dem Normungswesen, das funktioniert so nicht mehr. Und haben so ein bisschen, so wie wir es hier gerade gemacht haben, ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert, ein bisschen vom Zaun geledert. Hat sich am nächsten Tag sofort der Präsident des DIN bei uns telefonisch gemeldet. Da war sofort hat es geklingelt. Ja, hier ist Professor Doktor, hast du dich gesehen? Ne? Und also Herr Föst, was Sie da in den Medien, also das geht. Und dann haben wir es halt abtropfen lassen und dann sind die sofort eins höher. Dann sind die an den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, der für die Baupolitik zuständig ist, Frank Sitter, und der hat gesagt, ja, das machen die Baupolitiker, die werden ja schon recht haben. Dann sind die noch eins höher, an Marco Buschmann, und dann gab es ein Gespräch mit dem DIEM-Institut. Also die sind da, die achten sehr, sehr drauf, die achten sehr, sehr drauf, dass da keine politische Diskussion hochkommt. Das dürfen wir uns aber nicht gefallen lassen. Das dürfen wir uns echt nicht gefallen lassen. Wir haben das war dann auch ganz nett, also da kommen ja wirklich hochgeachtete Persönlichkeiten, also das sind alles Professoren und Doktoren und Ingenieure. Und dann saß man in so einem großen Glasbesprechungsraum von der FDP vier Leute und vom DIN-Institut vier Leute und haben uns auch gut unterhalten, aber das funktioniert so nicht. Und also ich will jetzt nicht nur am DIN-Institut rumhacken, aber das ist schon, die machen das schon mit einem Selbstverständnis, wo man sagt so, okay, Freunde, das, ja, nee, so machen wir nicht mehr weiter. Aber ich halte es für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist nur völlig außerhalb der Öffentlichkeit und das ist irgendwie ein Problem. Also man müsste da irgendwie mehr drüber reden. Ja, ich finde jetzt aber ein bisschen schade, das Thema Corona, klar, das ist jetzt Nummer eins, aber das Thema Bauen ist wirklich sehr da zurückgegangen, und auch der Klimaschutz und alles ist jetzt einfach nur noch zweitrangig. Und das ist wirklich schade, weil die alternative Produkte, die kommen kaum mehr voran. Also da gibt es ja gar keinen Wandel mehr, und es ist auch noch gar nicht mehr im Gespräch. Und so wie der Herr Zerhusen gesagt hat, wenn man alte Gebäude oder alte Halle, die Halle haben alle gar keinen Wärmeschutz, da heizt man wirklich zum Fenster raus. Jede zweite Industriehalle, würde man sagen, jede zweite, mehr wie schon jede 0,5. Halle heizt sich zum Fenster raus. Und das verstehe ich nicht. Dass man da nicht einmal einen Mindestwärmeschutz dann fordert. Und für eins im Wohnungsbau haben wir so extrem hohe Werte, die man erfüllen muss und es Ja, aber so man, teuer macht. ja, aber man, also man fordert ja ein Mindestmaß, nur das Mindestmaß ist mittlerweile so drüber, So dass drüber, dass man wir es es halt nicht gar nicht mehr macht. finanzieren können. Ja, genau. Und Na damit hat gut. man halt auch nichts gewonnen. Da kommt dann dazu, dass man dann Pellets einsetzt als erneuerbare Energie. Ja. Und diese Pellets, da werden die Baumstämme im Wald zusammengesägt, dann werden die Baumstämme irgendwo hingefahren, werden zu Holzschnitzel zermahlen, die Holzschnitzel werden dann wieder zusammengepresst zu Pellets, und dann werden sie irgendwo in einer Heizung verheizt. Diese Heizungen kommen alle aus Österreich, die Pelletsheizungen, weil die Deutschen das nicht hinkriegen.
Und die brauchen noch jemanden, wo sie betreut, weil immer wieder ein paar Pellets sich verhaken. Und das soll dann umweltfreundlich sein. Also das begreife ich mit meinem gesunden Menschenverstand nicht. Ja, also wir sind auch auf dem Holzweg. Wir haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das stimmt. Ich wollte die Sprache jetzt gar nicht machen, es ist einfach entstanden, ja. Also was ich da noch schön einbringen möchte, das ist auch noch so ein Thema, was mich unwahrscheinlich ärgert. Wir fördern so arg die Wärmepumpe, wird aus Strom gespeist. Also gerade zu dem Thema Pellet und Strom. Es gibt da momentan für den privaten Bauherr eigentlich nur noch die Wärmepumpe. Ich finde, da muss man sich auch noch das Bewusstsein, dass der Strom immer noch vom Atom kommt. Es ist einfach nicht, nur nicht so, dass wir da nur aus regenerative Energie den Strom haben. Und jetzt habe ich den Faden verloren, Ja, aber das, was also, ich eigentlich aber wenn ich sagen da, wenn ich wollte. da einhaken darf, deswegen sagt ja, also wir von der FDP sagen ja, wenn es um die CO2-Einsparung im Gebäudesektor geht, uns ist die Technologie egal und wir schauen auch nicht auf den Wärmeverbrauch, sondern wir schauen auf den CO2-Ausstoß. Das heißt, wenn du erneuerbare Energien mit erneuerbaren Energien, zum Beispiel auf Quartierslösung gedacht, mit Solarstrom produzierst, dann ist uns eigentlich egal, wie viel das Haus gedämmt ist, weil die Energie ist ja CO2-arm oder CO2-frei. Also wichtig ist, dass wir den CO2-Abdruck anschauen müssen und eben technologieoffen. Gleichzeitig, wenn ihr zum Ergebnis kommt, dass die Wärmepumpe da jetzt in dem Fall was bringt oder dass sich mehrere zusammenschließen und Blockheizkraftwerke ein kleines hinstellen, das ist allemal besser, als Staat vorzugeben, du musst das machen, du musst das machen und dann kommt 30 Zentimeter Ölderivat an die Wand. Das ist alles, das ist wirklich, das macht keinen Sinn. Ah ja, jetzt habe ich wieder. Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, die große Linie spart CO2 ein, wie ist mir egal. Das ist so die jetzt einfach formuliert, die große Linie. Und das funktioniert allemal besser als das, was wir derzeit machen. Vielleicht zwei Zahlen, die ich einmal loswerden muss. Das sind die Zahlen, die kommen von der Bundesregierung, also die sind hochoffiziell. Die deutsche Volkswirtschaft hat in den letzten 10 Jahren, also von 2009 bis 2019 geht, also 2009 bis 2019, in den letzten 10 Jahren vereinfacht gesagt, fast 370 Milliarden Euro in die energetische Gebäudesanierung investiert. Die Volkswirtschaft 375 Milliarden Euro, richtig viel Geld. Der Wärmeverbrauch auf den Quadratmeter über all den gesamten Bestand gesehen ist um 3% zurückgegangen. Um 3% Nur. ist der Verbrauch zurückgegangen. Der CO2-Ausstoß ist immerhin um 17% zurückgegangen. Jetzt hat das IFO-Institut mal die warmen Winter rausgerechnet und sind zum Ergebnis gekommen, dass wir 5% CO2 gespart haben für 375 Milliarden Euro. Das ist eine Katastrophe. Das haben wir ausnahmsweise mal auf die Titelseite der Bildzeitung gebracht. Aber das ist eine Katastrophe. Also wir rennen da wirklich in die falsche Richtung. Wenn ich mir überlege, für 375 Milliarden Euro hättest du alle Kohlekraftwerke in Indien durch moderne Gaskraftwerke ersetzen können. Und da hättest du mehr CO2 gespart, als Deutschland im Jahr produziert. Und also wir müssen da wirklich umdenken. So wie wir es jetzt machen, wir rennen da in die falsche Richtung. Wir geben sehr, sehr viel Geld aus und erzielen minimalen Effekt. Und irgendwann können wir uns das nicht mehr leisten. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, Elvira, Entschuldigung. Nee, 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 das war schon in Ordnung. Mir ist jetzt da wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Mich stört halt zum Beispiel das, wir machen die Gebäude dicht. Das ist ja wichtig, muss ich schon sagen. Das ist gut, weil zugige Gebäude brauchen natürlich, fühlt man sich unwohl im Gebäude und man braucht mehr Energie. Aber dann gleichzeitig machen wir die Gebäude so stickig, dass man wieder eine Bionentlüftungsanlage einbauen muss. Die braucht wieder Energie, die verbraucht wieder CO2. Dann gleichzeitig machen wir wieder Fensterfalzlüfter rein, damit die Luft wieder zirkulieren kann. Also ich verstehe einfach die Logik nicht. Also wir drehen uns im Kreis, anstatt dass wir mal ein ökologisches Produkt machen und es nicht mit einer Dispersionsfarbe an die Wand gleichen, sondern in eine schöne atmungsaktive Putz machen. Und ich, wenn ich mich unwohl fühle, mache ich das Fenster auf wie früher und ich mache es wieder zu. Und das ist ja das, was die Kosten in die Höhe treibt. Bionentlüftungsanlage, Lüftungskonzepte. Also da bin ich wirklich vielleicht ein bisschen altbacke, aber früher habe ich einfach das Fenster aufgemacht und Fenster zugemacht. Ich habe jetzt einen sehr hochmodernen Bau gemacht mit meinem Bauherr, eigenes BHKW.
Das kann keiner zahlen. Die Bauherr konnte sich Gott sei Dank das leisten. Haben noch die Autos davon gespeist und PV-Anlage über alle möglichen Dächer gemacht. Also das war wirklich wunderbar und vorbildlich. Aber da musst du auch Bauherren haben, die das finanzieren können. Ja, Und ich aber war völlig erschöpft, was da an Vorgabe ist. Und wir hatten nur Fachleute, Energiefachleute, Heizungsfachleute. Und das muss ich ja auch alles bezahlen. Also das ist ja blöd. Aber trotzdem, also dieses Konzept, man schaut sich in größeren Bereichen an. Ich weiß jetzt nicht, was die gebaut haben, aber man geht eher ins Quartier und versucht die Energie in dem Wohnquartier oder in dem Industriegebiet oder Gewerbegebiet CO2-arm zu produzieren. Das ist eigentlich momentan der größte Hebel für den Wohnraum. Ich wohne hier übrigens genau hier in München in einer Mietswohnung, wie du es gerade beschrieben hast. Also bevor wir eingezogen sind, wurde das Haus, ganz normale Wohnhaus mit, ich glaube, was haben wir, 20 Parteien, wurde energetisch total saniert. Wir haben jetzt dieses wunderbar dreifach verglaste Fenster, also wirklich alles vom Allerfeinsten. Es ist mega luftdicht. Es ist luftdicht. Und da haben sie uns, wie du sagst, da haben sie uns so einen Ventilator ins Bad eingelassen, ins Fenster. Wäre ich ja noch bereit gewesen zu akzeptieren, ja? Und dann haben sie festgestellt, ja, blöd, aber das Bad ist ja da ganz hinten, aber wir brauchen ja die Luftzirkulation hier in der Wohnung. Also legen wir euch einen 30x30 cm Kanal an der Decke entlang durch die Wohnung, damit irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber damit irgendwie die Luftzirkulation funktioniert. Und da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir wollen hier jetzt wohnen. Also erstens will ich nicht rund um die Uhr ein elektrisches Gerät laufen haben. Zweitens, ich will kein 30x30 cm Kanal durch die Wohnung haben. Wir machen das nicht. Und dann haben wir unterschrieben, dass, wenn Schimmelbefall ist, wir es auf eigene Kosten dann sanieren. Aber ich leiste mir jetzt den Luxus, das Fenster aufzumachen, weil ich mag das auch nicht. Nur Genau das. das Gleiche kann ich erzählen in der Wohnung, wo ich jetzt bin. Ich habe gleich gesagt, ich möchte nicht eure blöde Tapete. Ich mache den Innenausbau alles selber. Die haben an alle Nassräume Limodura eingebaut, die auf Dauer laufen, auf Stufe 1. Das ist für mich auch, verstehe ich gar nicht, wie viel Energie da der ganze Tag verbraucht wird, weil die Limodura der ganze Tag laufen, unter anderem der Geräuschbelastung, wo man hat, wenn man sensibel ist. Und dann haben wir Fenster drin, dreifach verglast, haben 20 cm Vollwärmeschutz drauf und die Fenster haben überall Fensterfalzlüfter. Ich habe die Limodura als erstes stillgelegt. Ich habe den Chip umgebaut. Ich habe mich da im Internet belesen, welchen Schalter ich umlegen muss und wie ich sie umpolen muss. Habe alle drei Limodura stillgelegt und nur wenn man sie einschaltet, gehen sie an. Und habe alle Fensterfalzlüfter ausgebaut und die Dichtung ergänzt. Und habe Ja. überall in der Wohnung Kalkzementputz und Farbe, spezielle atmungsaktive Farbe. Aber du Ich kannst glaube, es Herr nicht. Schneider wollte was sagen, Entschuldigung, wenn ich es gerne. richtig sehe. Der Herr Schneider ist mein Vater. Schön, So. dass du da Ja. bist. Wir wollen dich fragen, ob du auch was sagen möchtest, weil du dich gemeldet hast. Na gut, es hätte noch mehr Bauer, wenn nicht der Mieter mehr Rechte hätte wie der Vermieter. Und wenn der Mieter manche Sachen nicht zahlt, dann ist halt der Vermieter der Dumme. Und manche Vermietungen lohnen sich dann halt nicht mehr. Und wenn es Geld hätte, wenn es auf Banken, dann habe ich wenigstens null. Und wenn ich dann auch einen Mieter habe, dann habe ich noch Minus. Und deswegen, solange das so ist, ist der Anreiz zum Bauer für der Private Ja. uninteressant. Deswegen werde ich auch nie mehr eine Wohnung bauen. Ich habe mehr eine Wohnung, aber für Fremde werde ich nicht mehr bauen. Ist also völlig uninteressant. Aber Herr Schneider, da sprechen Sie echt ein wichtiges Thema an. Weil, also was ja die Grünen, die Linken und die SPD machen, die schieben ja dem Vermieter immer den schwarzen Peter zu. Es gibt ja nur Vermieter, die ausbeuten, die böse sind und die Menschen knechten und Ja. Hilfe, wie hat Gott diese Bösen auf die Erde kommen lassen? Ist aber völlig absurd. Man hat die Regeln so hochgesetzt, dass Ja. nur noch die großen Konzerne, Deutsche Wohnen, Vonovia und wie sie alle heißen, die kommen damit noch zurecht. Die Genossenschaften nicht mehr, der Privatvermieter nicht mehr, die Damen und Herren, die zur Altersvorsorge sich Eigenheim angelegt haben als Vermieter, die kommen nicht mehr zurecht. Wir produzieren momentan
die großen Mietkonzerne, man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt sind zwei DAX 30-Konzerne, Vermietkonzerne. Die hat der Staat selber produziert. Die hat er selber produziert. Zum ersten hat er ihm die Wohnung gegeben und dann hat er ein Regelungssystem aufgelegt, in dem Privatvermieter wie Sie aus dem Markt gedrängt werden. Und dann stellt sich die SPD, da kann ich wütend, da kann ich mich so aufregen, da stellt sich die SPD hin und sagt, das sind die Bösen. Und wenn ich noch grün her, Zwangsvermieter, den Muschvermieter und Mietbremse, ich kenne auch, der hat sehr viele Wohnungen. Der sagt, wenn er neu vermietet, dann nimmt er gleich so viel Miete, dass er den nächsten 2 Jahre gar nicht erheben braucht. Also da kommen ja die hohe Miete dann noch her. Ich habe Verständnis dafür, dass wir da irgendwo einen Ausgleich schaffen müssen zwischen Vermieter und Mieter. Aber wir haben schon sehr auf eine Seite gekippt. Und das Problem ist ja wirklich, wir treiben die guten Vermieter aus dem Markt. Wir treiben die Einzelvermieter aus dem Markt. Wir treiben die Genossenschaften aus dem Markt. Also ich will jetzt gar nicht so über die großen Konzerne lästern, aber das sind halt die Leute, die man will als Vermieter, ja. Es gibt halt immer mehr Chaoten, wenn sie ihr Wasser nicht zahlen, muss der Vermieter zahlen. Ob das Kamingier oder was ist, habe ich jetzt auch mitgekriegt, da kommt die Rechnung an mich, wenn die das nicht zahlen. Das ist vollkommen Interesse zum Vermieter geht auch verloren. Ja, und da sieht man jetzt übrigens mustergültig, was man unter einer Regelungsspirale versteht. Man hat eine Regel und die funktioniert nicht, also macht man noch eine Regel und die funktioniert nicht, dann macht man noch eine Regel, dann sagen sie, oh, ich vermiete aber nimmer, dann macht man die Regel, dass sie vermieten müssen und dann verbietet man ihnen zu verkaufen. Das ist so ein absurde, also wir sind in eine Regelungsspirale eingetreten, da ist Berlin gerade der katastrophale Spitzenreiter. Wenn Sie so einen Chaoten in der Wohnung haben, dann bringen Sie den gar nicht mehr raus. Das ist alles. Ja. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe auch so eine Mietnomadik gehabt und habe eine wunderschöne Wohnung gehabt. Die Wohnung hat er zwar nicht zerstört, aber er hat nur die Miete gekürzt, weil der Parkplatz an der Einfahrt 10 cm zu kurz war, obwohl der öffentliche Parkplatz angrenzt hat und die Stadt gesagt hat, man kann über den öffentlichen Parkplatz genauso einfahren. Ja, er hatte die Miete gekürzt wegen den 10 cm und nur weil es war nur eine Bodenabtrennung. Also das ist wirklich so, wie mein Vater da spricht und ich weiß seine Probleme, dass er gesagt hat, er möchte da einfach gar nicht mehr vermieten. Also und ich muss ehrlich auch sagen, ich habe dann die Wohnung am Schluss verkauft, weil es war ein Psychoterror. Und mir wurde dann mit dem Fischlis-Thermometer an meiner eigenen Konfirmation Videos geschickt, dass das Wasser nicht seine 65 Grad hat, sondern nur 55. Also das ist wirklich, die Mieter haben sehr große Rechte und dann noch eine Mietpreisbremse, dann macht man die Miete schon vorher wirklich höher. Also das muss ich aus dem eigenen erzählen. Ich habe jetzt dann eine andere Wohnung gekauft und die Mieterin hat gemeint, ja, ich würde sie ja gut kennen, ob ich ihr ein bisschen entgegenkommen kann in der Miete. Dann habe ich gesagt, es tut mir leid. Ich kann schon deshalb nicht aus der Miete entgegenkommen, weil wenn du ausziehst, weil obwohl wir befreundet sind, kann ich dann die Miete vielleicht nachher nicht mehr erhöhen, die eigentlich gerechtfertigt wäre. Und wenn es mein Eigentum ist, möchte ich doch einfach entscheiden, welche Miete ich dafür ansetze, weil meine Wohnung ist zum Beispiel sehr hochwertig ausgebaut. Ich lege da großer Wert drauf. Und wenn die Mieterin anruft und sagt, die Heizung ist kalt, dann springe ich sofort, weil ich einfach weiß, sie zahlt auch die Miete. Aber die, wo halt nicht die Miete zahlen, will ich als Vermieter auch nicht springen. Und das ist wie eine Abwärtsspirale. Und ich kenne mich zum Beispiel in unserem Ort oder Stadt aus. Und ich weiß, dass so viele Wohnungen und Häuser leer stehen. Und warum? Okay. Ja, die will euch kein Ärger, ganz einfach. Ja. Krass. Ja, es sind in dem Sektor sind viele Probleme hausgemacht. Ja. Das ist leider so. Ihr habt ja mitbekommen, Berlin hat ja diesen Mietendeckel eingeführt. Also Berlin legt ja jetzt per Staat fest, was man Mieten verlangen darf. Das Angebot an freien Mietwohnungen in Berlin ist um 57% eingebrochen. Wenn du jetzt nach Berlin fährst, du findest keine Wohnung mehr. Ja, die haben es übertrieben, um 57%. Die Mieten sind über Berlin im Schnitt um 4,5% zurückgegangen. Da stehen die Linken und feiern sich jetzt. 4,5% im Schnitt sind die Mieten zurückgegangen.
Klammer auf, Christian Lindner wird deutlich mehr Miete reduziert haben als Menschen, die zu günstigeren Mieten wohnen, Klammer zu. Und gleichzeitig ist der Mietmarkt um 57% eingebrochen und die Politik feiert sich dafür. Und was ich nicht verstehe, und jetzt mal wirklich, ich bin da sprachlos, weil die Leute wählen die Leute. Das ist das Schlimme, die wählen die ja. Die Berliner wählen Rot-Rot-Grün. Und ich verstehe es einfach nicht, warum da jetzt niemand auf der Straße ist und da mal demonstriert. Ganz ehrlich, bei manchen Sachen. Ja, Heidi, in der Nachricht kommen von der Linke, die wollen Rente mindestens 1200 Euro, dann nur 30 Stunden die Woche arbeiten und noch viele Sozialdings, aber wer soll das bezahlen und wie soll der Wohlstand dann sein? Also ja. Undenkbare Forderungen, wo man sich nicht vorstellen kann. Ja, aber die einfache Antwort ist wieder auf dem Vormarsch. Also momentan werden die Leute geködert mit ganz einfachen Antworten. Also normal müsste ich die Linke wählen, dann hätte ich mehr Rente. Ja. Ich müsste die Linke wählen, dann hätte ich niedrigere Miete. Ja. Gut, aber. Ja, aber das ist also dann nicht so. Vielleicht nochmal ein ganz kleines Thema, was mich jetzt nochmal interessiert hätte, einfach weil ich es auch in der kommunalen Praxis immer sehe, ist das Thema Aufstockung von bestehender Wohnungen. Ja, das ist ja auch in Berlin immer wieder Thema gewesen, wo Sie dann auch, Herr Fürst, dann hingestanden haben und gesagt haben, zum Beispiel doch mal lieber die Dachböden ausbauen. Das ist ja in der Praxis oft relativ schwierig, weil die Landesbauordnungen zum Beispiel dann sagen, geht nicht, oder die Bebauungspläne von 1960, 1970 sagen auch, geht nicht. Und dann wird wieder ein großes Fass aufgemacht in den kommunalen Gremien. Weil wenn man es einem genehmigt, dann muss man es ja allen genehmigen. Also genau. Das ist ja das Schöne, dann wächst die ganze Stadt nach oben. Das aber ist eigentlich jetzt genau wieder das Thema, wo wir wieder am Anfang sind. Potenzial werden da, ich weiß nicht, da gibt es ja sicherlich auch Zahlen dazu, wie viel Wohnraum man damit gewinnen könnte, wenn man das liberalisieren würde. Also vielen Dank für den letzten Nachsatz. Wir sind ja auch in der Politik, weil wir die bestehenden Regelungsrahmen ändern müssen. Und momentan empfinde ich das genauso wie Sie, beziehungsweise wir sehen ja, dass es so ist, die Regelungsrahmen verhindern günstigen Dachaufbau und günstigen Dachgeschossausbau. Es gibt mehrere Untersuchungen, die prominenteste ist vom Pestel-Institut zusammen mit der TU Darmstadt, die sagen, dass man durch Dachgeschossausbau und Dachgeschossaufbau, also Aufstockung und Ausbau, dass man 1,5 Millionen Wohneinheiten in Gebieten schaffen könnte, wo der Wohnraum knapp ist. 1,5 Millionen. Dazu kämen nochmal 1 bis 1,5 Millionen Wohneinheiten, die man durch Umwidmung und Umbau von Gewerbeimmobilien schaffen könnte. Also man hätte die Möglichkeit, es ist ein ganz großer Hebel, man hätte die Möglichkeit, hier gut einfach neuen Wohnraum zu schaffen. Und ich kann es nur noch mal betonen, der Boden ist bereits bezahlt. Wenn das von der Statik her geht und wenn das vom Brandschutz her geht, der Boden ist bezahlt, dann muss man alles dafür tun, dass das Dachgeschoss draufkommt. Wir haben jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das für Baden-Württemberg auch ein Thema ist, aber wir haben jetzt in Bayern den Antrag gestellt, dass man Dachgauben einfach genehmigungsfrei stellt. Punkt. Einfach mal. Das Thema. Jedes Mal eine riesige Diskussion. Ja, und ich sage immer den Leuten, jetzt lass doch den seine Dachgaube ausbauen, damit das eine Kind mehr, das gekommen ist, auch nicht ausziehen muss. Ne? Genau. Also wir haben hier in Bietigheim bei den Dachgaube so enge Vorschriften auch, so altbacken. Einmal ist diese Dachgaube-Satzung rausgegeben worden und die gilt für immer und ewig, aber sie passt gar nicht mehr. Die Leute sind einfach größer geworden, man kann in der Gaube kaum stehen. Man muss lauter Tricks anwenden als Architekt, um das durchzuführen. Also ich verstehe das nicht. Da wäre doch mal einfach die Logik einzuschalten, man kriegt den Dachausbau genehmigt oder wie Sie sagen, das finde ich ein ganz guter Ansatz, eine Dachgaube genehmigungsfrei. Da wird doch niemand von der Nachbarschaft beeinträchtigt, ob ich ein Dachfenster großes reinmache oder eine Dachgaube. Also so viel Verschattung kann da nicht kommen, es tut mir leid. Ja, wir gehen auch noch weiter. Also das ist meine persönliche Meinung beim Paragraph 34 BauGB Einfügungsgebot. Würde ich da einen Nachsatz ranhängen, ein Stockwerk geht immer.
Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber was wir auch machen, also das ist jetzt eher was für Großstädte. Wir haben in München mehrere Genossenschaftssiedlungen, zum Beispiel von der Postgenossenschaft. Die haben vor 70 Jahren einfach mal 10 Riegel gebaut. Die sind bis auf 5, 6, 7, 8 Zentimeter alle gleich. Die Riegel gehören mittlerweile der Vonovia. Und die Vonovia hat gesagt, okay, gut, wir stocken diesen einen Riegel auf, haben dann das komplette Genehmigungsverfahren gemacht und haben das komplett in modularer Bauweise gemacht. Die haben die Teile in Österreich, weil sie in Deutschland wieder mal keinen gefunden haben, in Österreich vorfertigen lassen, haben dann alles angekarrt, haben das Dach abgedeckt und haben dann aufgestockt wie Lego-Bausteine. Vom Brief, liebe Mieter, wir stocken jetzt Ihr Dach auf, keine Angst, Sie können alle mieten bleiben, das geht alles, Sie können alle wohnen bleiben, alles kein Problem. Bis hin, lieber neuer Mieter, hier ist der Schlüssel zu deiner Wohnung in dem neuen Dachgeschoss, hat es 3 Monate gedauert. Da war das komplett fertig. Das war komplett fertig in 3 Monaten. Quizfrage, wie lange hat das Genehmigungsverfahren gedauert? 16 Monate. Und dann, ja, München ist schwierig. München ist schwierig. So, und dann, okay, das hat Vonovia durchgezogen, einfach auch nur, auch um für sich zu lernen, modularer Bau und das mal zu machen. Und dann ist sie zur Stadt München gegangen und hat gesagt, okay, gut, wir haben jetzt diesen einen Postriegel, haben wir jetzt modular aufgestockt. Wir haben noch 9 weitere. Also bis auf ein paar Zentimeter sind die alle gleich. Wir haben noch 9 weitere. Hier sind die Neubaugenehmigungen. Mach 9-mal einen Stempel drauf. Dann lassen wir den Österreicher ein halbes Jahr einfach rund um die Uhr fertigen. Und dann bauen wir da in einem halben Jahr die Legosteine oben drauf. Und dann sind diese 9 Riegel, haben wir schöne neue Wohnungen, günstig, Wohnraum bezahlt. Und dann sagt die Stadt München, ja, super Projekt, Mensch, Vonovia ist ja so modern, ist ja toll, super Projekt. Wir würden es ja gerne tun, aber wir müssen jeden einzelnen Plan genau prüfen. Und dann hat die Vonovia gesagt, nee, ich warte jetzt nicht nochmal 9 mal 10 Monate, bis jeder Plan da genehmigt ist, haben alles abgeblasen. Und da steht sich der Staat in seinem Regelungsrahmen einfach im Weg. Da steht er sich im Weg. Es wäre echt viel möglich, wenn wir den Regelungsrahmen anpassen würden. Und wenn man den ganzen Tag sich mit Fachleuten wie euch unterhält, mit Betroffenen. Aber das Schlimme ist ja, das ist ja bekannt. Ja, man muss es halt nur ändern wollen. Und da ist es in Berlin also mit unserem Bauminister ganz schwierig und mit Rot-Rot-Grün auch sehr, sehr schwierig. Ich muss ja ein bisschen auf die Uhr schauen. Ja, ich wollte jetzt auch gerade so vielleicht zusammenfassend sagen, also ich fand das Gespräch sehr toll und wir können, glaube ich, wahrscheinlich noch ewig diskutieren. Und zusammenfassend sind wir doch einer Meinung, wir müssen die Bauvorschriften wirklich entschlagen. Weil sonst, das ist ein Grund für die Kostensteigerung, dass wir nicht vorankommen, dass wir keine Nachverdichtung kriegen. Also das ist schon ein ganz elementares Fundament. Absolut. Und wie gesagt, auch die Rechte der Eigentümer müssen wir auch stärken. Also dass wir wieder mehr Vermietungen kriegen. Und auch ein bisschen unsere Liberalität von der FDP zeigen. Wir wollen, dass die Leute mehr selber entscheiden können und nicht so viele Gesetze vorgeschrieben kriegen. Und das ist auch der Grund, warum ich zur FDP gegangen bin, weil das ja eine liberale Partei ist. Und ich möchte auch gewisse Sachen einfach selber entscheiden. Ich möchte selber auch auf die Nase fallen und möchte einfach vorankommen. Also ich denke, in diesem Sinne möchte ich mich einfach bei allen beteiligen, die heute dabei waren. Vor allem mit dem neuen Portal, dass wir ja jetzt digital machen, finde ich das jetzt auch ganz interessant. Und ich finde es auch schön, dass sich noch ein paar dazu geäußert haben und die Diskussion angeregt habe. Und ich danke dem Daniel Fürst, dass er sich die Zeit genommen hat. Und es war wirklich so unproblematisch und so authentisch. Also ich fand es wirklich super. Vielen Dank. Gerne, gerne. Also ich stehe euch zur Verfügung und toi 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 für den Wahlkampf. Ihr Baden-Württemberger habt leider die Pflicht vorzulegen für dieses Wahljahr. Als Bayer mit unseren Landtagswahlergebnissen darf ich da eigentlich gar nichts sagen. Ich hätte ja gern eure Wahlergebnisse, muss ich ja zugeben, als Bayer. Aber wir brauchen euer gutes Ergebnis. Nicht nur für euer Land, sondern für ganz Deutschland. Die FDP muss in den Run kommen. Und ja, das hoffen ist wir's. Nicht weniger Lasten auf euren Schultern. So. Vielleicht hilft uns in dem Sinn jetzt auch Corona, weil wir da ja auch mehr Freiheit fordern. Sehen wir es mal positiv. Ja, also toi, 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 alles Gute. Wenn ich noch irgendwas helfen kann oder so, sagt Bescheid, steht zur Verfügung. Ja?
Ja, vielen Dank. Also Una, danke für die Teilnahme. Hat mich sehr gefreut. In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Passt Macht's aber ja gut. auf. Bis dann. Ja, Ciao. ciao.